Hallo zum Nagel Kunstradio. Ihr Lieben, ich begrüße euch recht herzlich. Neue Ausgabe, neues Design, obwohl, ja, ich weiß gar nicht, ich habe es schon mal verfilmt. Ich müsste jetzt mal gucken in meiner Historie. Ich habe ja viel Edelsteine gemacht, was, finde ich, auch recht gut erklärt wurde von mir. Es ist wirklich nicht schwer, wenn man denn alle Produkte zu Hause hat, das ist klar. Genau, wenn man alle Produkte zu Hause hat, ich möchte mich ganz, ganz kurz mal für die Unterstützung für diejenigen, die tatsächlich mir helfen wollten in Sachen Transferfolie, Blümchendesign, die sich da wirklich hintergeklemmt haben, vielen, vielen Dank, für mich gesucht haben, wo bekommt Andrea schon die Folie wieder her? Mir ging es vor allem darum, es einzeln zu erhalten, weil ich habe ja genug Boxen, ihr habt es ja gesehen. Und dann nochmal eine Box zu kaufen, eine Komplettbox mit mehreren Rollen. Ich mache schon viel Transferfoliendesign, ich mache es auch unwahrscheinlich gerne. Aber deswegen jetzt wieder eine ganze Box zu kaufen mit der Verpackung und allem drum und dran, wollte ich einfach nicht. Deswegen hatte ich ja den Aufruf gestartet. Schaut doch mal, ob mir einer helfen kann, ob es die auch einzeln gibt. Gesagt, getan. Es haben sich also einige Schnuggelchens hingesetzt und haben für mich im Netz recherchiert oder sie hatten sie sogar zu Hause. Und eine liebe Abonnentin hat sie zu Hause und sie schickte sie mir zu. An dieser Stelle nochmal herzliches Dankeschön. Mega, mega. Vor allem muss ich jetzt kein schlechtes Gewissen haben, weil sie kann mit der Folie nichts anfangen. Vielen Dank nochmal an der Stelle. So, das muss ja sein, gell? Man muss sich auch bedanken, wenn man einen Lutscher kriegt. Genau. Ja, ich möchte euch heute in ein Edelstein-Design entführen. Kann ich das so sagen? Ich glaube schon. Und zwar war gefragt Opal, Mondstein. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn schon mal abgefilmt hatte oder habe ich es einfach nur verworfen, weil was anderes am Start war, keine Ahnung. Aber ich habe mir das jetzt nochmal zu Herzen genommen und möchte euch jetzt da ein neues Filmchen geben, eine neue Inspiration mitgeben. Ich glaube, es kann jeder mitmachen. Ich glaube, es hat jeder von uns irgendwas, was changiert. Sei es in Form von Folie, sei es in Form von Glitzer und Pigmenten oder sei es sogar in Form von UV-Lacken, UV-Gel, irgendwas, was irgendwie so ein Farbwechsel mitmacht, ein Changieren, ein Mermaid, irgendwie sowas in diese Richtung, sind dankbare Produkte, mit denen ihr das super machen könnt. Ich habe jetzt hier einmal meinen und den anderen, den ich von der lieben Cindy bekommen habe, also es sind, ich hatte ja schon Sorge, dass ich den doppelt habe. Ich habe ihn nicht doppelt. Der eine ist nämlich bläulich und grob und der andere ist grünlich und fein, changiert aber auch. Mit diesen kann man das auch klasse machen. Also ich fühle mich im Moment nur noch mit meinem kleinen Ringlicht, anders geht's nicht. Aber ihr habt euch auch nicht beschwert, beziehungsweise habt mich bestätigt, das Bild ist in Ordnung, also mache ich jetzt erstmal so weiter. So sieht der andere aus. Solche Dinge, wenn ihr sowas am Tisch habt, auch ruhig gerne was Feines. Ich zeige den mal exemplarisch rein. Das ist ein Topcoat ohne Switzy in so ganz feinem goldenen Schimmer. Ich hatte euch den schon mal gezeigt. Seht ihr das? So. Geht auch noch. Kann man auch nehmen. Exemplarisch Perfect Finish Aurora zum Beispiel wäre auch so ein Teil. Ich mag es halt nicht allzu grünlastig, weil der hat schon mehr so grünlich, bläulich. Das ist halt eine Geschmackssache. Was auch wichtig wäre zu diesen Geschichten, also die Transferfolie ist klar, habe ich erwähnt, sind Sachen wie milchige Produkte, milchig Gläsern. Also das hier ist jetzt zum Beispiel die Rubber Base von Love Nails. Soft White ist dafür zum Beispiel prädestiniert. Ich habe ja auch noch den anderen Ton dazu, die Milky White Version. Ja, solche Dinge halt. Könnt ihr gut damit arbeiten. Sowas solltet ihr auf alle Fälle haben. Wenn ihr das nicht habt, dann mischt es euch bitte dementsprechend auf. Ja, klares Gel, ein mittelviskoses Arbeitsgel, ja, mit ein bisschen Weiß oder so. So, dass ihr immer noch ein bisschen Haftung habt, weil es werden ja noch Sachen aufgelegt in diesem Sandwich-Technik, nenne ich es ja immer gerne. Und arbeiten könnt ihr das quasi unter dem Aufbau.
mit als Aufbau. Das heißt, ihr macht einen dünnen, ihr macht einen nicht allzu starken Aufbau, ihr modelliert euch den Nagel und berechnet dann oder habt im Hinterkopf, da kommen jetzt noch ein paar Schichten dazu für den Mondstein, für den Opal, weil halt geschichtet werden muss, damit diese Dreidimensionalität zustande kommt. Das muss man halt immer mitbedenken. Bei den Leuten, die Press-Ons machen, ist das kein Problem. Ja, das wird nicht zu dick. Da braucht ihr keine Angst haben. Es wird nämlich dann noch eingeschliffen, eingefeilt und von daher ist das alles machbar. Ich zeige euch jetzt, wie es geht, wie ich es umsetze. Jeder mag das anders machen, aber ich wollte euch das zur Verfügung stellen. Mit diesen Produkten arbeite ich jetzt. Und was halt auch nochmal mit am Tisch sein sollte, ist halt ein Foliengel. Also, ne, was ihr auch immer da jetzt benutzt, das soll egal sein. Ich habe mir in dem Fall jetzt mal eine Mandel hierher geholt. Eine wunderschöne Form, immer klassisch und immer schön. Streckt auch schön die Hände. Und den werden wir jetzt mal nutzen für dieses Design. Also im Grunde ist euer Nagel jetzt grundvorbereitet, also entweder für einen Aufbau oder eben Aufbau fertig und drauf das Zeug. Ja, schauen wir mal, wie sich das jetzt hier so ergibt. Ich habe den jetzt schon soweit vorbereitet. Ich setze ihm jetzt einmal diesen Soft Milky drauf in einer dünnen Schicht. So. Ja, das also wirkt fast gläsern, milchig. Erstmal nur, dass ich eine Basis habe. Eine Basis. So, genau. Das härte ich erstmal aus. Und dann wechsle ich rüber zu dem anderen Milky White. Der ist halt ein bisschen stärker. Ich habe mir hier ein Stückchen Folie rausgeschnitten. Das ist so ein, ich nehme mal meine Hand weg, dann seht ihr es eher. Hier ist noch ein Fussel. Rosa, gelblich, bläulich, changierend, ein bisschen bläulich, mintig. Also sowas ist halt auch unwahrscheinlich prima dafür zu benutzen. Genau. Und was habe ich noch zum Schluss? Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Habe ich noch ein bisschen Nailart rausgesucht. So obendrauf im Abschluss auch eine Goldfolie. Solche Glasstückchen, die aussehen wie Spiegeleffekt in Gold und Perlchen. Genau, das kann ich mir zum Schluss auch noch sehr, sehr gut vorstellen. So, jetzt legen wir los. Meine Basis ist da. Da könnt ihr jetzt schon eigentlich im Grunde einlegen. Wollen wir es gerade machen? Ja, Schwitzi ist da. Ich zeige euch gerade, was ich hier rausgesucht habe. Das ist ja ein neues Döschen hier. CA765 Diamond Silber Gold, habe ich gedacht. Sieht bestimmt auch toll aus. Dann habe ich hier noch so einen alten Schatz. Mirror Effect in Rouge, also mehr so rosa. Sieht man das schon? Muss ich öffnen. Ja. Dann habe ich mir rausgesucht. Hubila, was ein Glück, war das Ding nicht auf. Sugar 9374, so ins Weißliche, glitzernde. Ich weiß nicht, ob das hier klappt mit meinem Ringlicht. Ich bin so unzufrieden, dass der Spot kaputt gegangen ist. Dann haben wir hier Flakes. Die habt ihr mit Sicherheit alle da, hoffe ich doch. Und wie gesagt, die Folie. Ne? Genau, so, jetzt setze ich mir erstmal die Lage. Die erste farbige Lage quasi. Das andere war jetzt nur als Grundierung zu sehen. Einmal dünn, also arbeitet da wirklich dünn diese Schichten auf. Sonst wird der Nagel am Ende zu dick. Also das müsst ihr schon mit einrechnen, ne? Ist klar. So, da ist er. Dann härte ich das aus. Das ist jetzt egal, ob das streifig ist oder nicht. Wurscht egal. Kein Problem. So, jetzt geht der Spaß los. Ich öffne mal das Gröbste. Also keine Ahnung, wo ich den her habe. Das ist schon ewig her. Bloß nicht niesen, keine Luft holen. Ich dippe mal mit dem Finger einfach rein. Da könnt ihr sehen, der ist wirklich fantastisch. Ja, muss gucken, dass ich meine Falte hier rauskriege. Okay, gut. Wir warten einen Moment, bis es durch ist, das Lämmchen. Und dann machen wir mal ein bisschen Spaß auf den Nagel. Also ich setze es hier einfach so, ne, nicht zu viel. Einfach nur so fertig, gut ist. Schön in die Schwitzi arbeiten. Deckel schließen, möglichst fest. Genau, dann würde ich sagen, nehmen wir die Folie mal. Ob die jetzt schon mitmacht, weiß ich nicht. Ob die Schwitze reicht, jawohl, das reicht. Kann man das sehen, dass ich da jetzt gerade Folie appliziert habe hier, ne?
Die wirkt jetzt so ein bisschen gelblich, macht aber überhaupt nichts. Ja, da. Und da vielleicht noch so ein bisschen. So. Jetzt, ich bin statisch aufgeladen, ihr Lieben. Es klebt alles an mir fest. So, dann nehme ich wieder diese milchige Rubber Base und gehe da ganz dünn drüber. Also wirklich ganz dünn. Das sieht dann jetzt so aus. Ich härte das aus. Und dann nehme ich mir jetzt, lasst mich überlegen, ich würde gerne in diese Richtung dann gehen mit diesem Pigment. Und hier ist halt Gold mit drin und Holo, sieht bestimmt auch fantastisch aus. Genau, und dann werde ich meine Folie wieder dazu nehmen, denke ich. Erstmal, da müsst ihr halt so ein bisschen experimentieren. Am Ende gibt es immer einen Überraschungseffekt, wie schön es aussieht. Genau, so. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich da jetzt nicht mit dem Finger reinditsche. Dafür schnappe ich mir jetzt einfach mal einen Pinsel. Ein bisschen was zum Kleben haben. Ich weiß nicht, ob die Schwitzi ausreicht. Manche Opale haben auch Goldeinschlüsse, habe ich gesehen. Das würde jetzt so aussehen. Seht ihr das? Und dann nehme ich mir hier ein bisschen Pigment. Also ich drücke das wirklich in die Inhibitionsschicht rein. Ich hoffe jetzt, dass mir meine Glitzerbestandteile nicht gleich wieder runterrutschen. Kann man das so sehen, wie das reflektiert? Ich weiß auch nicht, ob ich hier den Fokus wieder drin habe. Ich kann es nicht feststellen gerade. Hier noch ein bisschen. Sein, dass die Inhibitionsschicht jetzt schon fertig ist. Na, sie macht noch mit. Jawohl, sehr schön. Gut. Dann gehe ich hier und nehme jetzt ein bisschen kräftigeren Drops. Versuche mit wenig Druck da jetzt so ein bisschen mehr, ja, so punktuell eher drüber zu gehen. Da müsst ihr halt mal gucken. Der wird ja eingeschliffen, das tut naja nichts zur Sache. Jawohl. So, ich härte das gerade mal aus. Dann nehme ich mir jetzt nochmal ein klares, ein Grundierungsgel oder sowas in der Art. Weil ich möchte, dass es wirklich ein bisschen dreidimensional aussieht. Und dafür brauche ich jetzt nochmal ein klares, damit diese Tiefe entstehen kann. Versteht ihr, was ich meine? Ein bisschen schwierig. So, und dann nehme ich mir jetzt einfach hier so einen her. Und gehe an die Stellen, die ich jetzt hier golden eingelegt habe. Das ist vielleicht dem einen oder anderen zu kompliziert. Ihr könnt aber auch zwischendurch, es geht ja nur, dass das irgendwie hier mal eingebettet wird. Da kann man auch mal zwischendurch mit einem klaren arbeiten. Dann bekommt das, wie soll ich sagen, es bekommt dadurch, dass es geschichtet wird, eine gewisse Tiefe. Was ist denn da los? Ich höre draußen Kinder schreien. Ich bin im Moment hochempfindlich. So, jetzt lege ich mir hier nochmal was rein. Ich ziehe aber das Gold raus. Das ist sonst zu viel. Also im Grunde ist es so wurstegal, wie ihr das mit welchen Produkten arbeitet. Echt. Also da braucht ihr euch keinen Kopf machen. So, jetzt wird das eingebettet. Das mache ich jetzt zu. Das reicht mir schon. Den machen wir auch zu. Hoppla. Also, jetzt nehmen wir nochmal klare dazu, die schon die Nail Art in sich haben. Das wäre dieser hier zum Beispiel. Oder eben dieser.
Ich glaube, ich tendiere jetzt mehr zum Blau. Ich glaube, grüne Anteile habe ich genug. Das müsst ihr halt immer selber ein bisschen abwiegen und abwägen. Abwägen. Auch nicht schlecht. So sieht er jetzt aus. Hoffentlich habe ich hier keinen Autofokus drin. So, genau. Dann legen wir ihn mal drüber. Auch nur punktuell. Ich streife ziemlich viel ab, damit ich halt nicht zu hoch komme, zu unregelmäßig komme. Seht ihr das, was da jetzt passiert? So wirklich nur so hier und da. Kann man das sehen? Ja, ja, ja. Jetzt kommt dieses Mystische von diesem Stein. Aushärten. Also je mehr Shishi ihr jetzt schichtet mit jeder Lage, desto mystischer wird dieser Nagel. Ja, das ist wirklich so. So, ei, ja, wunderschön. Dem einen oder anderen mag das jetzt schon reichen. Ja, sieht doch schon toll aus, oder? So, ich würde sagen, lasst mich überlegen. Ich würde mal behaupten, es wäre nicht schlecht, wenn wir jetzt mit dem Milky Soft nochmal drüber gehen. Damit wir es uns jetzt nicht ganz zudecken, ist das halt ganz sinnvoll. Und wenn ihr es euch tönen müsst, dann macht ihr halt eins ein bisschen blickdichter oder ja, semi-transparent und den anderen dann noch transparenter. Und dann könnt ihr das hier, das Produkt auch selbst mischen. Ja, also man muss es jetzt nicht unbedingt am Tisch haben. Also ich würde dann ein dünneres, also ein fast durchsichtiges, mit so einem leichten Weiß-Touch anmischen und ein etwas stärkeres, also soft und einfaches Milky. Kann man alles selber machen, wenn man es nicht am Tisch hat. Man kann ja auch nicht immer alles am Tisch haben. So, ich kratze es wieder ein Stück weit runter. Jetzt ist es quasi eingepackt und man sieht aber trotzdem noch dieses Funkeln, diese Farbreflexe drin. Wunderschön. Gut, nochmal aushärten ist leider so. Im Grunde wäre es jetzt für mich schon schön und fertig, aber wie gesagt, ihr könnt da mehrere Steps machen. Das liegt an eurem Geschmack, an eurem ja, Empfinden, wie ihr das gerne möchtet. Alles kein Problem. Das haben wir. Da ist er. Meine Platte reflektiert so tolle. Ich würde das jetzt gerne mal abcleanern und erst einmal einfeilen. Ja. Ja, wir fallen den ein. Also wenn ihr jetzt an euch arbeitet, achte ich halt wirklich drauf, hier hinten wieder das Ganze ja, so einzufeilen, dass es eben nicht mehr dick aufträgt. Das heißt, einmal die Randung ein bisschen einfeilen, dann hier vorne die Spitze. Wenn die jetzt zu dick geworden ist, ist klar, ne? Bei solchen Designs dann mit wenig Druck einfach nur drüber fliegen mit der Feile. So. Damit die nachher nicht aussehen wie Bonbons. Und es macht diesem Design überhaupt nichts, wenn ihr da das jetzt einfeilt. Überhaupt nicht. Weil es halt leicht transparent ist und mehrere Lagen bei einem farbigen. Also ich mag die Sandwich-Technik zum Beispiel nicht mit Farbe, mit kräftigen Farben. So oft, dass man sich dann doch, wenn man das wirklich einpackt mit dem Aufbau und dann wieder einfeilt, dann passiert es einem viel zu oft, dass man die Ränder wieder mit einfeilt und die Farbe dann verschwindet. Dann muss man da wieder nachkorrigieren, indem man dann mit einem dünnen Pinsel nacharbeitet und dann erst versiegelt. Aber solche Nail-Art-Geschichten, wo es mit Glitzer einhergeht, das kann man ganz einfach mit der Sandwich-Technik erledigen. Da sehe ich kein Problem. So, jetzt ist er schon mal eingefeilt. Einen guten Schluss kommt ein Buffer. Damit wäre er schon fast fertig. Fast fertig. Jetzt sieht er so ein bisschen, ja, nichtssagend aus. Aber ihr wisst ja,
nach dem Matt kommt hochglänzend und dann sieht das Ganze wieder fantastisch aus. Man könnte jetzt noch sagen, okay, ich möchte den Mondstein noch ein bisschen hervorheben, indem ich halt in den oberen Schichten noch mal ein bisschen was Changierendes habe. Dann würde ich euch schon eher den Folienkleber bzw. Foliengel empfehlen. Und da auch nicht komplett, sondern noch mal so punktuell, ja, ganz wenig, nicht viel auftragen. Wir hatten es ja jetzt schon mal eingefeilt, aushärten und dann nochmal mit einer Folie dran gehen. Ich muss jetzt gerade mal gucken, matte Seite runter, genau. Und dann könnt ihr nochmal applizieren. Ich würde sagen, ich gehe jetzt hier so in den rosa Bereich. Es kommt halt immer wieder drauf an. Spielt ja mit dem Licht und guckt, wie sich das in der Folie darstellt. Ja. So, und dann geht man nochmal an die Stellen. So. Fertig. Ja. Dann kommt ein Versiegler eurer Wahl. Und dann können wir den erstmal versiegeln. Das ist der schönste Moment. Ich kann es nur immer wieder sagen. Das ist der schönste Moment. Wenn da noch irgendwas absteht, könnt ihr das jetzt einpacken, ein bisschen ausregulieren mit dem Pinsel. Ja, spielt ihr immer mit dem Licht, dass ihr das auch seht und dass ihr eben eine schöne Oberfläche habt. Ja, da ist er. Aushärten. So, und dann kann man sagen, okay, ich möchte noch ein bisschen Shishi. Genau. Shishi nehmen wir in dem Fall einen, ja, jetzt heißt ein Steinchengel her. Ihr könnt jedes andere Dickviskose auch hernehmen, was möglichst keine Inhibi ausbildet. Ja, damit arbeiten wir dann mal jetzt die Nailart auf. Das war meine Lampe, Entschuldigung. So, hier ist er. Wunderschön. So, gut. Ich drehe mir das immer so ein bisschen ab. So, und dann geht er her. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel. Ja, ich würde sagen, wir können auch mal quer gehen. Ist auch kein Problem. Oder ich gehe mal hier rum. Wartet, wir legen uns hier ein bisschen was ab. So. Kann man machen. Ihr könnt jetzt auch noch mit der Goldfolie arbeiten. Auch kein Problem. Das spare ich mir jetzt aber, weil ich hier schon goldene Akzente sitzen habe in Form der Raute. Wo ist denn eigentlich mein Picker? Ah, hier ist mein Picker. Jetzt setzen wir nur Steinchen und hier diese Goldakzente. Also ihr habt da wirklich alle Möglichkeiten. Seht ihr das? Das sind diese Scherben. Ich zeige euch gleich gerne das Set, wo das drin ist. War, glaube ich, auch bei Ali. Nee, das war bei Shein. Da habe ich es bestellt. So, was weiß ich, so ein bisschen im Wechsel. So, dicke Perle hier oben hin. Ja, so diagonal kann man es laufen lassen. Ich wollte es jetzt einfach nur mal am Rand, ganz unauffällig. Und ich finde, die Scherben eignen sich da wunderbar für. Sieht toll aus. Eine kleine Perle setzen wir nochmal hier hin. So, wunderbar. Gucken, das ist ziemlich groß. Kriegen wir dich hier noch eingebettet? Na komm. Ja, und das sieht also auch toll aus, ja, wenn man jetzt hier so den Nagel beobachtet. Und der Nagel dreht sich und zack, dann kommen da die Reflexe von diesem. Reflexe, ja, ich habe heute auch Reflexe, genau. Da, so kann das aussehen. Es reflektiert das Licht, das wollte ich sagen. Ja, ich bin dann voll in meinem Element. Ich habe dann keine Kontrolle mehr über meinen Wortschatz. Ab damit in die Lampe und aushärten. Genau, also wie gesagt, die Folie hätte man jetzt vorher noch auch legen können. Wartet, ich zeige euch exemplarisch den ich vorgearbeitet habe mit Folie. Ich will euch den ja nicht vorenthalten. Da
Da habe ich mit beiden gearbeitet. Da ist mein Mustertipp sozusagen zum Video. Also hier ist diese Folie. Das spiegelt auch schön, aber ich fand es jetzt mit diesen goldenen Spiegelstückchen da einfach noch schöner. Man muss halt gucken, ob man das mag, ne? Wenn das so abhebt am Nagel und ja, ich sag nur Haare hängen bleiben oder so, ist halt schwierig. Das mag nicht jeder. So, ich lege sie euch mal nebeneinander, dann könnt ihr sie sehen. Ja. Wieder gucken. Jetzt kaufe ich ein Tier, hat keine Federn parat zum Präsentieren. Ist ja auch peinlich, oder? Ja, genau. Ich lege sie auf meinen Handschuh. So, das ist der, den wir jetzt gearbeitet haben. Wow, herrlich. Und das ist der andere, den ich quasi nur mit Folie noch belegt habe. Und er jetzt mit Spiegelstückchen in Gold, solche Scherben. Ja, müsst ihr halt schauen, was euch eher zusagt. Und wenn ich das jetzt hier alles so ein bisschen in Bewegung bringe, dann sieht man dieses, ja, dieses Georgieren, dieses Mystische, diese Tiefe, die ein Opal hat. Und ich finde, es ist mir ganz gut gelungen. War übrigens auch ein Wunsch einer Abonnentin. Hiermit ist er also verfilmt, der Opal auf den Nägeln. Kann man auch als Hochzeitsnägel so einen Schmucknagel in diese Richtung machen, wenn jetzt die Braut zum Beispiel cremefarbenes Kleid trägt, sieht das mit Sicherheit fantastisch aus. Vielleicht ist es sogar der Ring, wo der Ehering dann aufgesteckt wird, Schmucknagel, also Prinzessin halt, ne? Also ich finde ihn traumhaft. Ich finde auch, dass dieser Opal einer der schönsten Edelsteine ist, die Welt zu bieten hat. Weil er halt so mystisch ist. So. Also man guckt immer wieder hin. Ich denke, ihr könnt es bestätigen. Es ist einfach ein Traum. Ein Farbentraum. So, es war wieder alles dabei. Nur ist diesmal keine Lampe kaputt gegangen. Gott sei Dank, weil das muss einfach changieren. Das braucht Reflexion über die, übers Ringlicht. Kommt das wunderbar zur Geltung. Ihr Lieben, das soll es gewesen sein an der Stelle. Sag ich, bleibt in eurer Mitte. Schafft euch eure Wohlfühloasen und probiert es einfach aus. Ihr habt bestimmt irgendwas am Tisch, womit ihr das machen könnt. Ja, lasst der Fantasie freien Lauf. Schaut, was ihr draus macht. Gebt dem Ganzen eure Handschrift, euren Input, wie ihr das mögt. Und ich hoffe, ich konnte euch da jetzt wieder was mitgeben. An der Stelle passt auf euch auf. Und wir sehen uns zu dem einen oder anderen Video wieder hier bei Nails Coffee and Tea, eurem Nagelkunstradio. Bis dahin, tschüss!